Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Dark Souls 3 Let's Plays, was eigentlich ziemlich spät kommt. Eigentlich, ja, es kommt eigentlich verdammt nochmal sehr spät. Es ist, also, Dark Souls 3 ist verdammt lang draußen, aber wir halten uns damit nicht länger auf. Gut, mal den Namen eintippen. So. Männlich, jung, ungefähr. Ja. Ja, mit Tür. Sind sie nicht steinalt. Was haben wir denn da? Hier ist Level 9, Level 1. Das sind die Level-Ups billiger. Burial Gift. Sovereign Soul. Very slim. Base Presets. Nur das. Passt so.
Lass den ganzen Rest einfach so. Okay, dann... Finalize Creation, würde ich mal sagen. Ja, mehr gibt's nicht. Ja, let's start this game. Geh mal rein. Ja, das wird einmal ein kompletter Dark Souls Run mit allen Bossen, auch optionale Bosse und allen DLCs. Ich habe mir auch schon vorgenommen, was ich genommen habe. Als erstes werde ich mal auf Maximum Intelligenz und Attunement gehen, dass ich ordentlich zaubern kann. Weil ich zaubere gerne. Danach gehe ich auf Leben, Vitality, dass ich ein bisschen schwere Rüstung tragen kann. Das wird dann alles schon zusammenpassen. Cemetery of Ash. Wir sollten wirklich etwas mehr essen. Aber was soll's. Alles überhaupt noch? Ja. Eins. Leichter Schlag. Schwerer Schlag. Passt. Hallo, mein... Och, du. Komm her. Und gute Nacht. Und... Ich muss kurz ein paar Sachen umstellen. Meine Tracking off. Auto-Target on. Rückt auf 0. Sollte auch alles passen. Tracking on, unrestricted, restricted, passt alles. Was Sensitivity? E-Bindings, passt auch. Da muss ich es irgendwie ausschalten können. Ja. Das muss ich wahrscheinlich irgendwie anders abschalten, dass ich mit meinem rechten Maus die ganze Zeit die Maus bewege. Okay, dann was haben wir noch? Auto-Detect, bessere Eindruck halt. Max-Setting, ja. Passt. Gehen wir weiter. Ich glaube, das hat gar nicht geklappt. Yay! Ich glaube, wenn ich das weitergehe, kriege ich immer das... Ja, sollte ich das erstmal holen? Ja, das sind wir eh. Schönen Tag noch. Sehr schön ist das. Was auch nochmal umtauschen, dich brauche ich nicht. Du kommst da her, was habe ich sonst noch an? Das wird ablegen. Ja. Da gibt es wenigstens ein bisschen Verteidigung. Komm her und gute Nacht. Okay. Au. Komm her. Gut. Nur eine Sache muss ich ganz kurz umstellen, und zwar, hier bei der Maus-Sensitivität 0. Passt, viel angenehmer. Gut, da haben wir noch einen Gegner. Servus und gute Nacht. So. Möchte ich mich mit dem Viech da hinten schon anlegen? Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich kann eben noch wegrennen. Das ist der schöne Teil. Man kann immer weglaufen, solange es kein Bosskampf ist. Servus! Oh Mann! Und komm her. Hier rüber bitte. Stück her. Sehr schön.
Oh, 47, ne? Neuer Plan. Au. Wir rennen, glaube ich, hier weg. Oder was sollst du jetzt machen? Ja, wir rennen. Wir rennen, das ist für alle Beteiligten gesünder. Naja, für mich eher. So, trinken. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz die Waffe schauen, was kannst du eigentlich? Nicht so, so. Angriffsboost, wenn ich die ganze Zeit drauf hau. Da habe ich eigentlich gerade Status aufmachen. 93. Oh, unser erstes Bonfire. Voll voll. Ist da unten wer? Nein. Oh. Geh weg. Jetzt als nächstes. Das hättest du nicht einfach geben können, den Kill. Ohne dass du mal zurückschlägst. Ja. Blödsinn. Hopp, ist tot. Ein Chime? Ich krieg jetzt schon einen Chime. Soll ich doch auf Kleriker gehen? Ich wollte nicht schon wieder Kleriker machen. Mein letzter Mag ist auch zum Kleriker mutiert nach der Zeit. Au. Weg. Das steckt mir immer noch an der Seite. Servus. Nix da! Danke. Feuerbombe. Brandbombe. Ich hab zweimal das gesoffen. Ich hab dreimal gesoffen. Von mir ist das Flask. Ja. Geh weg. Auf weiter. Nein, da kannst du sterben gehen. 336 Seelen. Oh man, im Vergleich zu meinen anderen Charakteren sind das schon Peanuts. Das ist nichts. Krieg ich mal ein Item dafür? Oder? Ich glaube schon. Irgendein Item krieg ich schon dafür. Ja, schön, wir haben es gesehen. Hallo. Auch. Ich auch. Nein, bitte nicht. Ja. Zwar. Bringst mir du eigentlich Gentle Prayer? Ja, ich weiß, dass ich ihn nicht aktiv nutzen kann. Ich will nur wissen, ob der Effekt funktioniert. Natürlich nicht. Ich habe gehofft, dass ich ihn schwächer nutzen kann. Hallo. Und auf Wiedersehen. Ja, du kannst auch herkommen. Und tschüss. Ein Schildbash. Hallo, erster Tutorial-Boss. Oh crap, das ist weird. Komm her. Auf Abstand gehen, spring her.
Okay. Okay, rückwärtsgang. Voll machen wieder, ich werde mich einmal noch heilen. Warte wieder, bis die Ding voll ist. Passt. Jetzt kannst du herkommen. So, springen wieder her. Komm her, Udi. Oh, das... Zwei, drei, tschüss. Leck mich, du Scheißviech. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es mit meinem Pyromanten zu meinem ersten Mal geschafft. Und als ich es dann neu gestartet habe, habe ich den Charakter fünfmal machen müssen, weil ich immer blöd gestorben bin, weil ich mich selbst überschätzt habe. Aber es ist weniger Schläge und öfters Dodgen ist immer ein Vorteil, wenn man dann mehr Ausdauer hat, das andere zu machen. Baden kannst du immer machen, aber wenn du keine Estus mehr hast und versuchst nochmal Schaden zu machen, wird das schon ein anderes Spiel. Und das hast du für mich. Nee. Bin ich zu verrückt. Ich habe zwar eine Art Test, dass ich Gaga bin, aber nicht so Gaga. Oh, schade. Ja, ich habe auch eine. Da. Böser Hund. Oder böse Leiche. Homeward Bone. So, okay. Heimkehrknochen. Hm, an die Kurve. Warte, wo war das jetzt? Das tun wir ganz unten ausrüsten. Hier einen. Hier den anderen. So, dass ich auch was drin habe. Ja, so geht das. Das ist... Warte! Bitch! Entschuldigung! Dass ich das mal hinbekommen habe. Bin ich sehr stolz darauf, dass ich endlich hinbekommen habe zum ersten Mal. So, als nächstes. Hallo ihr beiden. Ja. Und nochmal zwei. Au. Warum tust du das? Warum tust du mir weh? Nichts. Was haben wir da um die Ecke? Da und dort schon. Servus. Und tschüss. Was gibt's hier? Das sind 1000 Seelen. Ja, einmal zu früh. Und ja, jetzt gleich rein. Bin da und tot. Welcome to the bonfire, unkindled one. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how, Ashen One. Bring me souls plucked from their vessels. Okay, dann haben wir schon mal. Then touch the darkness within me. Nourishment from these sovereignless souls. 637. Was habe ich gesagt? Intelligenz oder Attunement? 6 Level hoch. 14. Ah, da kann ich aber nichts machen. Oh, kommt mal. 5 Intelligenz.
well, Ash, and may the flames guide thee. Okay. Hallo. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? So, 2200 Seelen nochmal oben drauf, das heißt für mich. Das könnten wir eh verwenden. Warten wir noch. Okay. Das sind 300. Ich brauche mal die Hose. Das sind 1300, 1800, 2300 wären das circa dann. Lass es mal so. Ashen One. Bring me more souls. Ja, schön. Wow. Hallo. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? Okay. Als nächstes sollten wir mal den langen Ring holen von oben. Ist eh noch nicht reingesteckt, das Ding. Hallo, wiedersehen. Komm. Komm her. Gut. Ich bin genau falsch abbogen. Aber stattdessen können wir etwas anderes checken, und zwar... Hi! Das war ein schnelles Versagen meinerseits. Das hat er nie gemacht, dass er so einen Angriff geblockt hat oder so. Ich realisiere meinen Fehler. Ich realisiere ihn. Dann. Nein, bitte nicht. Ah, warte. Yay, 50 Seelen nochmal oben drauf. Ist doch irgendwo ein Item. Da. West Shield. Ho ho ho. Ich vergesse zu gern, wie groß eine Range ist mit dem Tana. Merkt ihr, zuerst die Seelen holen, reingehen, Level abholen und dann kannst du Scheiße bauen. In der Reihenfolge.
Man sieht ein paar Seelen, ein paar kleine. Weg. Weg. Fuck. Au. Geh weg. Zu früh. So, fertig. Schau, dass ich vom ersten Boss auch 20 Stärke bekomme, also 20 Intelligenz, 20 Stärke. Alles besser. Parry sogar. Cool, Parry. Wow. Das probieren wir jetzt nicht aus. Später. Rein mit dem Ding. It's lit. So, zuerst mal eine Storage Box rein. Das den wir nicht brauchen. 50 Seelen rein. Brauchen wir nicht immer welche mit. Raus. Sonst noch was. Ja, raus. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Dann... Ja, ein Haufen Seelen noch. Ja, ja, schön. Kurzfassung bitte, Liebling. Das sind vielleicht 3 Level-Ups. Ja, 3. Ich hau gleich 3 in Stärke rein, das geht ein bisschen schneller. So, dann brauchen wir noch 7 in Stärke, 5 in Intelligenz. Dann Attunement, wie blöd. Was noch? Ja, Vigo halt. Ausdauer ist scheißegal. Ah, schade. Okay. Wir können nicht rein. Cool. Aber man kann ihm noch anders rauf. Goddammit! Das war etwas zu spät. Ach komm, bitte. Etwas zu spät. Das ist auch zu früh gewesen. Bitte. Ach, das ist irgendwie Weihnachten, leg mich doch. Das ist ja fast in die richtige Richtung gewesen. Yes! Oh, jetzt muss ich nur da drüber gehen oben. Ohne zu sterben, wie möglich. Okay. Ist du short? Ich kann schon einmal mehr trinken da. Siehst du, öffne dich. Da nach unten. Und... auf. Sehr gut. I'm ready to die. Fast. Gehen wir von der ersten Shard ab, dann gehen wir weiter. Not as a humble smith forging weapons, you're in search of the Lords of Cinder, I trust. But let me smith your weapons. I am a smith, such is my purpose. Yay, a lot. Ja, das passt schon. Bin ich noch nicht zaubern. Noch nicht zaubern kann, es wurscht gerade.
zählen kann. 238. Dann auf zum ersten Level, würde ich sagen. Da haben wir noch nichts. Ein Warlock.